Hallo und herzlich willkommen zur Aktienlust Kompakt. Ja, diese Woche darf ich es alleine richten, das heißt Mick alleine zu Hause. Der liebe Jürgen hat sich dann mal eine Auszeit genommen, eine verdiente, muss ich sagen. Er ist im Weimarer Land unterwegs und schlägt ein paar Bälle, arbeitet also fleißig an seinem Handicap. Von hier aus beste Grüße, mein Guter, und natürlich viel, viel Erfolg für dich. Wie ich ihn kenne, wird er sowieso nicht lassen können, den ein oder anderen Bericht noch abzusetzen. Ob nun über die Aktienlust oder über sein neues Steckenpferd, seinen Instagram-Kanal. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, das Thema Berichterstattung werde ich diese Woche natürlich begleitend machen. Freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Vielen, vielen lieben Dank zuerst mal auch für all die Besserungs- und Genesungswünsche vom Freitag. Ja, da hatte mich ja der Kopfschmerz doch etwas dahingerafft. Aber man sieht's, die Genesungswünsche sind angekommen. Ich bin wieder hier. Ich arbeite wieder. Ich bin wieder ordentlich fit. Und dementsprechend bitte daran denken, diesen Woche Freitag stehen ja Nicole und ich wieder bereit, um ihre Fragen natürlich zu beantworten. Also all die Fragen, die ihr habt zu Einzelaktien, zum Markt oder zu was auch immer, was mit der Börse zu tun hat, ab an unsere liebe Nicole schicken. Die wird mich dann am Freitag damit ordentlich löchern. Ich freue mich schon drauf. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Markt, weil es geht ja diese Woche wieder los. Endlich wieder Zahlen, endlich wieder Quartalsberichtssaison. Aber vorher schauen wir noch ein bisschen auf den Markt. Ja, letzte Woche Mittwoch ging es ja mal ordentlich bergab. 14.816. Hat schon so manch einer gedacht, oh je, oh je, oh je, jetzt kriegen wir die große Konsolidierung, jetzt kommt der große Crash. Aber nein, bei 14.800 scheinen dann tatsächlich die Schnäppchenjäger bereit zu stehen. Alle die, die sagen, günstiger komme ich an so manches Papier da nicht mehr dran. Und da kaufe ich mich dann doch brav ein. Und das ist auch gelungen. Relativ schnell stand der Markt dann wieder über der Marke von 15.000 Punkten. Und das ist rein charttechnisch für uns auch wichtig. Denn bei 15.000, da verläuft in etwa gerade unsere 200-Tageslinie. Und die ist natürlich für uns Bullen wichtig und natürlich auch für uns Charttechniker. Zudem natürlich bei den runden Marken, wie zum Beispiel bei einer 15.000er, immer wieder natürlich auch die Algorithmen greifen und viele Anleger da natürlich ihre Verkaufsmarken gesetzt haben. Am Freitag sind wir dann raus bei 15.206. Das war dann ein Tagesverlust von nur noch 0,3%. Und wir haben ja am Freitag gewartet auf den Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten. Ja, im Vorhinein erwartet worden waren von den Analysten circa 500.000 neue Stellen, die da geschaffen werden sollten. Aber de facto rausgekommen sind nur 194.000. Also darf man hinter diesen Arbeitsmarktbericht getrost mal sehr viele Fragezeichen machen, weil der Arbeitsmarktbericht ist natürlich wichtig für die geldpolitische Strategie der amerikanischen Notenbank. Das heißt, für unseren Jerome Powell. Ja, was macht der jetzt mit den Zahlen? Sieht er doch, dass er eine Arbeitslosenquote hat, die eigentlich auf Jahrestief liegt. Er hatte ja immer wieder gesagt, sollte sich der Arbeitsmarkt verbessern, dann würde er auch langsam, aber sicher aus dem Tapering, aus dem Anleiheankaufprogramm aussteigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wird er das tatsächlich tun? Wird er es dieses Jahr noch tun? Und welche anderen Überlegungen könnte denn Jerome Powell noch haben? Diese Woche Mittwoch haben wir FED-Sitzung, aber da wird es wahrscheinlich eher um die Protokolle gehen. Die nächstgrößere und wichtigere Sitzung, die ist wiederum im November. Und da könnte natürlich Jerome Powell sagen, okay, ich warte zuerst vielleicht dann doch nochmal den November ab, weil die Zahlen, die ich jetzt im Oktober bekommen habe, die sind mir dann de facto doch etwas zu schwach. Frag mich also, wie geht's jetzt weiter? Bekommen wir eine Jahresendrallye oder haben wir doch zu viel Ängste und Sorgen im Markt?
Das Thema Inflation, das drückt. Das Thema Konjunktur beschert uns Sorgen. Naja, und dazu haben wir steigende Energiepreise. Das Thema der Lieferkettenproblematik ist auch noch nicht aus der Welt geschafft und wird wahrscheinlich noch bis Ende 2022 erhalten bleiben. Zudem haben wir auch noch das große Thema des Immobilienprojektentwicklers Evergrande in China. Die stehen ja kurz vor der Insolvenz, kämpfen immer noch um ihr Überleben. Ja, und in den USA haben wir ja nun fast auch schon einen Zahlungsausfall, der gerade mal in allerletzter Sekunde durch einen Trick abgewendet werden konnte. Ja, und zudem, wir haben es am Wochenende gehört, Österreich braucht jetzt schon wieder einen neuen Kanzler. Sebastian Kurz ist zurückgetreten und wir haben ja noch nicht mal einen Kanzler. Hier laufen ja immer noch die Sondierungsgespräche zwischen FDP, den Grünen, SPD und CDU, CSU. Wäre natürlich schön, wenn sich hier natürlich das Tempo auch mal ein bisschen erhöht und wir zumindest dadurch ein wenig Sicherheit zurückbekommen. Aber die Börse dürfte das großartig wahrscheinlich sowieso nicht tangieren. Nein, wir schauen da natürlich schon eher auf das, was an Zahlen unterwegs ist. Und ich habe es ja eingangs gesagt, diese Woche beginnt sie wieder, die Quartalsberichtssaison. Traditionell natürlich mit den Banken aus den Vereinigten Staaten. Also am Mittwoch schauen wir uns dann die Zahlen von JP Morgan an, am Freitag dann von Goldman Sachs und zwischendurch bekommen wir noch die Bank of America, die Citigroup, Morgan Stanley und Wells Fargo. Damit haben wir den Bankenbereich schon mal abgehakt. Immer relativ wichtig, die Banken als Vorläufer zu haben, zu schauen, haben die Geld verdient, womit haben die Geld verdient, wie sieht's da aus mit den Krediten bei den Amerikanern, können die bedient werden? Denn wir hören ja auf der anderen Seite auch schon vielfach, dass viele Amerikaner aktuell zur Situation aus ihren Häusern raus müssen, weil sie halt eben ganz klar ihre Kreditverbindlichkeiten nicht mehr bedienen können. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit die Banken da in Bredouille kommen. Ja, und dann haben wir aber auch noch Zahlen aus Deutschland. Sicherlich spannend die Zahlen von Fraport, dem Frankfurter Flughafenbetreiber. Die bringen uns nämlich die Verkehrszahlen. Delta Airlines mit den neuen Auftragszahlen. Dann Gerresheimer, Just Eat Takeaway mit Zahlen. Louis Vuitton, Moët Hennessy, LVMH, bin ich sehr gespannt drauf, was die so zu berichten haben. Und auch Südzucker wird dahingehend noch ein paar Zahlen melden. Also es geht ein bisschen was. Nicht nur Konjunkturdaten wie in den letzten Tagen und Wochen, nicht nur Notenbanken wie EZB und Federal Reserve, nein, auch von Unternehmensseite aus kommt endlich nochmal Schwung in die Bude. Und zudem haben wir natürlich auch noch die anderen großen Themen. Derer werde ich mich diese Woche mal ganz genauer bedienen. Nämlich das große Thema aktuell TeamViewer. Die Aktie geht ja massiv in den Keller runter. Ja, und was machen denn aktuell die Aktionäre von Zooplus bitte? Jetzt haben sie zwei große Bieter im Markt. Beide bieten bei der Übernahme ein gleiches Gebot von 470 Euro pro Aktie. Darf man sehr gespannt drauf sein. Ja, und Vonovia scheint zumindest ja bei der Deutschen Wohnen jetzt am Ziel angekommen zu sein. 60% der Aktien wurden angedient. Das heißt, man kann die Deutsche Wohnen jetzt übernehmen. Somit entsteht natürlich in Europa einer der größten Wohnbaukonzerne mit 550.000 Wohneinheiten. Und Vonovia schläft nicht. Man ist schon wieder weiter unterwegs. Man schaut schon nach dem angeschlagenen Immobilienunternehmen Adler und setzt da zumindest schon mal einen Fuß in die Tür. Auch das könnte natürlich eine interessante Trading-Chance sein. Das heißt also, ich werde natürlich für Sie die Woche ganz klar die Augen und die Ohren offen halten, unseren lieben Jürgen natürlich würdigst vertreten und mal schauen, was halt eben so die amerikanischen Banken geleistet haben. Das ist natürlich Ehrensache, dass wir auch natürlich klar nach den Quartalsberichten schauen. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns und mir natürlich auch eine gute, eine erfolgreiche Börsenwoche.
bleiben Sie Ihrer Aktienlust gewogen. Denken Sie daran, Ihre Fragen bei unserer lieben Nicole einzureichen, damit wir am Freitag auch ein bisschen was zu beantworten haben. Und wenn Sie im Weimaraner Land wohnen und da fliegt so der ein oder andere Ball über Ihr Grundstück, denken Sie nicht weiter darüber nach. Das könnte durchaus unser Jürgen sein. In diesem Sinne eine erfolgreiche Woche.